mein allererstes Geländeschmier mit Rocky und ich bin irgendwie schon mega aufgeregt, aber irgendwie auch nicht, weil ich das ja schon mal gemacht habe. Aber ich bin sehr gespannt, was er jetzt dazu sagt, wenn es in einer Turnieratmosphäre ist. Denn wir haben das ja bisher jetzt immer im Training gemacht und so. Und ja, dann werden wir gleich auch schon losfahren. Und es ist gar nicht so weit, denn das ist in Emstetten das Geländeturnier. Da waren wir auch schon einmal zum Training. Und ja, ich bin sehr gespannt. So, wir waren dann schon auf dem Turnier und dort hatten wir eine Box für den ganzen Tag, da die Prüfungen über den Tag sozusagen verteilt waren. Wir hatten eine morgens und eine abends und deswegen konnten wir dann halt über Tag da einen Stall nehmen und haben dann dort halt auch eben in dem Stall fertig gemacht. Also nicht wundern, dass wir da jetzt in irgendeinem Gebäude stehen, denn wir stehen dort in der Anlage. Und ja, jetzt gleich ist dann der Caprilli. Geländewettbewerb und ja, ich ziehe mich jetzt gerade auch schon wieder an und der Rocky ist ja auch schon fertig, wie ihr gesehen habt. So, und dann geht es jetzt gleich auch schon los. Ich habe gerade noch die Trense drauf gemacht. So, und jetzt geht es auch schon los. Da es ein Caprilli-Test war, war es halt so, dass man in dem Parcours manchmal irgendwie so einen kleinen Zirkel einbauen musste. Nicht, dass ihr euch wundert oder so. Da wurde halt auch abgefragt, ob man sein Pferd so unter Kontrolle hat und ob man immer wieder durchparieren kann zum Trab. Und dadurch musste man dann jetzt halt auch zum ersten Sprung im Trab. Und ja, da reiten wir jetzt erstmal hin. Der Sprung 1 war ein kleiner Baumstamm. Rocky war leider schon so 2-3 Galoppsprünge vorher angaloppiert, aber das ist gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall mussten wir danach dann jetzt halt so einen kleinen Zirkel anlegen. Das hat auch alles gut geklappt, halt im Galopp. Und dann sozusagen ganze Bahn weiter, dann zu Sprung 2. Da mussten wir dann sozusagen einmal außen rüber, über den Platz, so. Hier bin ich einmal durchverrät, weil Rocky ein paar Mal umgesprungen ist, aber er nicht im richtigen Galopp bleiben wollte. Sondern jetzt zu Sprung Nummer 2, das war eine Stufe und davor hat Rocky noch ein bisschen Respekt. Da ist er erstmal stehen geblieben und hat ein bisschen skeptisch geguckt, aber dann habe ich einmal ein bisschen getrieben und dann ist er auch runtergegangen. Dann Sprung Nummer 3, darauf einfach weiter galoppieren, da war auch alles gut. Danach dann eben wieder ein kleiner Zirkel. Und dann weiter zu Sprung 4. Sprung 4 war auch eigentlich sicher. Und jetzt kommen dort halt solche Hügel. Dort wurde halt abgefragt, dass man sein Pferd unter Kontrolle hat. Auf dem ersten Hügel jetzt zum Trab durchparieren. Und auf dem zweiten zwischen zwei Toren dann zum Schritt. Und dann halt eben wieder im Schritt den ganzen Hügel runter. Und wenn man dann unten angekommen war, dann wieder Galopp. Und dann noch über den letzten Sprung, Sprung Nummer 6. Das ist der gleiche Sprung wie Nummer 1 gewesen. Und ja, damit waren wir dann auch durch. Wir haben eine 6-6 bekommen und waren damit dann so 5. Aber leider erst Reserve, also wir haben 4 platziert und ich war an 5. Stelle von 11 Startern. Und hier seht ihr jetzt auch schon, wie ich gerade den Parcours abgehe für das E-Springen, was dann etwas später abends war. Und dann war ich halt einmal im Wasserloch, aber ins Wasser ist Rocky sofort reingegangen, damit hatte der keine Probleme. Und dann habe ich ihm noch die ganzen anderen Sprünge gezeigt, denn über diesen Schweinrücken war er noch gar nicht drüber und über diese Hecke dort.
Aber im Parcours hat er das ja alles super gemacht. Dann geht's jetzt auch schon los mit dem Parcours. Sprung 1 war auf dem Platz, auf dem großen Springplatz. Und da, als wir jetzt gerade über diesen kleinen Baumstamm kamen, das war sogar schon Sprung Nummer 2. Dann jetzt zu Sprung Nummer 3. Vielleicht haben das ja schon ein paar von euch auf Insta gesehen. Dort sind wir viel zu groß drüber gekommen. Und dadurch hing ich dann danach halt so leicht auf dem Hals und konnte ihn halt nicht mehr so gut lenken, wie man jetzt hier sehen kann. Und dann ist er mir fast sogar noch über einen anderen Sprung gesprungen, aber ich konnte ihn zum Glück noch so davon abhalten. Er ist zwar über die kleine Kante, aber das ist nicht so schlimm, denn er ist ja nicht zwischen den zwei Fahnen hergesprungen. Von daher konnten wir zum Glück noch weitermachen. Aber danach dann flüssig einfach wieder weiter zu Sprung Nummer 4. Das war so eine kleine Kombi sozusagen bergauf. Bei dem Springen war auch alles gut. Dann hier jetzt gleich guckt er so ein bisschen da zu diesem Richterzelt. Deswegen, es war ein bisschen doof. Da musste ich ihn einmal ein bisschen mit dem Schenkel wieder da zum Sprung holen. Denn wir mussten da ja über 6 drüber. Und da mussten wir dann so einen Weg rein. Da wollte Rocky auch erst nicht rein, aber dann ging es doch. So, dann hinten am Wasserloch. Nicht wundern, dort ist eine Aufnahme aus dem Training bei. Denn dort hinten am Wasserloch konnte ja keiner stehen, um zu filmen. Aber damit ihr so ungefähr wisst, dass ich auch da über diesen Baumstamm in der Mitte gekommen bin und noch über 2 andere Sprünge und dann halt wieder zurück über das Feld, wie ihr seht. Aber am Wasserloch kann ich euch sagen, da war alles super. Da ist ja alles auf Anhieb gesprungen und halt auch sofort ins Wasser rein. Jetzt hier die große Hecke. Da hatte ich erst ein bisschen Respekt vor, muss ich zugeben. Aber Rocky hat das einfach alles mega, mega gut gemacht. Und von daher, dann braucht man auch gar keine Angst sozusagen haben. Dann jetzt noch einmal über den Schweinekasten und dann halt hoch zum Platz. Da ja so ein paar kleine Patzer drin waren, haben wir nur eine 5-9 bekommen. Aber das fand ich gar nicht so schlimm, denn ich war überhaupt erstmal froh, dass Rocky überall drüber gesprungen ist. Und von daher alles super.